Wer von uns mal das bessere Mandala? Ich bin mir, um ehrlich zu sein, gar nicht sicher, ob das wirklich ein Mandala ist. Ich glaube, es ist einfach ein ganz normales Bild, aber wir haben halt Mandala gesagt, weil es ein bisschen so aussieht. Und was mir dann direkt aufgefallen ist, diese Meerjungfrau sieht verdächtig nach Ariel aus. Deswegen habe ich die Oldschool Ariel gemalt mit diesen roten Haaren und ich habe die Hautfarbe genommen, die ich auch habe. Der Sinan hat bei seiner Ariel eine andere Hautfarbe genommen. Das sah auch richtig, richtig schön aus. Wir hatten heute übrigens über 30 Grad und es war so heiß in meinem Studio. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie wir geschwitzt haben. Ihr seht es alles ja im Zeitraffer, aber ich sag euch, es hat ewig gedauert, bis dieses Bild ausgemalt war. Vor allem dieser Hintergrund ging richtig lange. Ich habe mir natürlich wieder richtig viel Mühe gegeben und ich bin so gespannt auf eure Meinung, weil ich finde, es ist sehr, sehr, sehr eindeutig, wer gewonnen hat. Damit wir es besser auswerten können, wer gewonnen hat, habe ich mir was Neues überlegt. Und zwar kommentiert ihr, wenn ihr findet, dass ich gewonnen habe, ein lilanes Herz. Und wenn ihr jetzt bei Sinan vorbeischaut und findet, er hat es besser gemacht, müsst ihr ein blaues Herz kommentieren. Aber ich bin sehr sicher, Team Lila wird gewinnen.